Hallo meine Lieben und willkommen in meinem Kanal. Was gibt es an kalten Tagen Besseres als eine Tasse Kaffee und leckeren Keksen? Und vor allem, wenn die Kekse nach Raffaello mit gerösteten Mandeln schmecken. Dieses Rezept ist ein Erlebnis, das verspreche ich euch. Was ihr dafür braucht: 150 Gramm zimmerwarme Butter, 50 Gramm Speisestärke, 430 Gramm Mehl, 100 Gramm Puderzucker, 90 Gramm gehobelte Mandeln, ein Ei, 55 ml Öl, 1 Teelöffel Backpulver, 1 Teelöffel Vanillepaste, 200 Gramm weiße Schokoladekuvertüre und Kokosraspeln. Zuerst rösten wir die gehobelten Mandeln und stellen sie zur Seite zum Abkühlen. Wir nehmen eine Schüssel, geben alle Zutaten außer Mehl und die Mandeln hinein und verrühren alles miteinander. Dann geben wir das Mehl vorsichtig und nach hinzu, bis eine schön weiche, nicht klebrige Masse entsteht. Der Teig darf nicht zu hart sein.
Dann können auch schon die Mandeln rein. Das Ganze wird noch ganz kurz verrührt. Kleine Kugeln aus dem Teig formen. Die Kekse werden für ca. 15 Minuten im vorgeheizten Ofen bei 170 Grad Ober- und Unterhitze gebacken. Nach dem Backen müssen die Kekse abkühlen und dann werden sie zuerst mit Hilfe einer Gabel mit weißer Schokolade und dann mit Kokosraspeln ummantelt. Thank you.
Zum Schluss gebt ihr einen Tropfen von der weißen Schokolade auf die Kekse und setzt eine Mandel drauf. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch freuen und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Euer Feedback könnt ihr unten in die Kommentare schreiben. Tschüss, bis zum nächsten Video.